lieber Bundesvorstand, liebe Delegierte, liebe Gäste. Ich bin einer der 7 Zwerge im EU-Parlament. Konkret gesagt einer der 7 Leute, die durch den Wegfall der 3%-Hürde, an dem wir ja alle mitgearbeitet haben, in das EU-Parlament eingezogen sind. Jetzt werden Sie natürlich fragen, was kann man als Einzelner unter einer Herde von 751 Abgeordneten ausrichten. Ich glaube, dass ich mehr mache als ein 751stel im Parlament. Und zwar kann man das... Das kann man ganz einfach festmachen an der neuesten Entwicklung, nämlich dem, dass ich einen großen neuen Bericht bekommen habe. Es geht darum, die Gesetzgebung zu modernisieren und anzupassen, die kriegswichtige Materialien beschränkt bzw. deren Ausfuhr beschränkt. Es geht um ein Volumen von einigen zig Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar geht es in diesem Bericht speziell um Materialien für Massenvernichtungsmittel, wobei ich als gelernter Kernphysiker, glaube ich, gut geeignet bin. Es geht aber auch neu, diesmal neu, um Software, Hardware, die zum Abhören da ist, die konkret dazu verwendet werden könnten, Menschenrechtsverletzungen zu machen. Konkretes Beispiel: Im arabischen Frühling war es eine deutsche Software, die dazu geführt hat, dass die Regierung eines nordafrikanischen Landes die sogenannten Aufständischen dingfest gemacht hat, ins Gefängnis geworfen hat, gefoltert hat. Sowas wollen wir in Zukunft vermeiden und verhindern. Und Sie können sich vorstellen, das ist eine Mammutaufgabe. Die EU-Kommission hat 5 Jahre gebraucht, um eine Vorlage dafür zu machen. Ich schätze, dass trotz intensivster Arbeit ich mindestens ein Jahr brauchen werde. Wenn ich sage, ich muss ich das einschränken. Selbstverständlich können alle Fraktionen hier ihre Beiträge liefern. Es ist meine Aufgabe, das politisch auszubalancieren und vor allem zu schauen, dass am Schluss eine Abstimmung zustande kommt, die unsere Interessen widerspiegelt. Das ist das erste und wichtigste Projekt im Augenblick. Aber nach wie vor sind natürlich die Freihandelsabkommen zentral. Es geht darum, zu verhindern, dass zum Beispiel durch TISA oder auch jetzt ganz konkret durch CETA unsere Demokratie ganz wesentlich eingeschränkt wird. Das ist ja auch bei uns in der ÖDP bekannt, dass die Vorschriften, die ganz konkret in CETA stehen, uns in Zukunft verbieten sollen, bestimmte Beschlüsse im Bereich Soziales und im Bereich der Umwelttechnik zu machen. Das heißt also, hier soll unsere Entscheidungsfreiheit, unser demokratisches Recht, diese Dinge zu beschließen, stark eingeschränkt werden. Das ist in einer früheren Formulierung des CETA-Vertrags besonders deutlich herausgekommen. Da heißt es, wenn die berechtigten Gewinnerwartungen von Investoren frustriert werden, dann sind wir zu Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe verpflichtet. Also das gilt, diese Dinge zu verhindern. Und wie Sie wissen, ist das keine Fantasie. Es läuft bereits eine Klage eines französischen Konzerns, ich kann sagen von Veolia, gegen den Staat von Ägypten, weil sie den Mindestlohn in Ägypten heraufgesetzt haben. Also so weit soll unsere Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt werden. Dann soll ein Rechtssystem eingeführt werden für diese Klagen, die nicht den Mindeststandards entsprechen, die zum Beispiel Menschenrechtsorganisationen für Gerichte formuliert haben. Das darf nicht sein. Hier werden wir mit aller Macht weiterkämpfen. Wie Sie wissen, wie Sie wissen,
habe ich vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen geklagt. Es ist vorerst nur die vorläufige Inkraftsetzung verhandelt worden. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das Bundesverfassungsgericht nicht. Die Entscheidung war, wir können jetzt ruhig vorläufig zustimmen. Das muss so sein, weil es sonst ein öffentlicher und ein internationaler Skandal wäre, wenn Deutschland aussteigen würde aus dieser vorläufigen Inkraftsetzung. Aber es muss sichergestellt werden, und das ist die Bedingung, dass wir jederzeit später austreten können, wenn das Gericht anders entscheidet. Jetzt frage ich Sie, was ist der größere internationale Skandal? Wenn wir jetzt von vornherein sagen, wir machen nicht mit, oder wenn wir später mit großem Tamtam aussteigen? Also hier sehe ich einfach eine Widersprüchlichkeit im Bundesverfassungsgericht. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich dieses Bashing, muss ich sagen, von Wallonien. Es hat geheißen, ja, ganz Europa wäre doch so begeistert von CETA, und ein kleines Land, genau genommen eine Region, Wallonien, wagt es jetzt, diesen Willen von ganz Europa zu durchbrechen und das Ganze rauszuschieben. Ich frage Sie, das CETA-Abkommen beschränkt unsere demokratischen Möglichkeiten. Es ändert unsere Demokratie und unser Rechtssystem. Hat nicht auch ein noch so kleiner Bereich das Recht, sich dem zu widersetzen? Das steht so nicht in den EU-Verträgen. Aber die ÖDP ist hier in dem Bereich sehr aktiv. Bayern unterstützt ja das Volksbegehren, dass die bayerische Staatsregierung verpflichten soll, im Bundesrat gegen CETA zu stimmen. Hier erfüllt es mich mit Stolz, dass es ein ÖDPler ist, Tommy Brudlow, der dieses Volksbegehren organisiert. Und genauso bin ich stolz darauf, dass die ÖDP in Baden-Württemberg den ersten Volksantrag in der Geschichte des Landes Baden-Württemberg gestellt hat, den ersten Volksantrag, der auch Baden-Württemberg verpflichten soll, gegen CETA im Bundesrat zu stimmen. Das ist ein großer Erfolg. Auch hier meine Bitte an die Delegierten hier: Wir brauchen möglichst schnell Stimmen für diesen Volksantrag. Das läuft im Augenblick noch sehr schleppend an. Bitte unterschreiben Sie selbst und vor allem motivieren Sie Ihre Freunde, da mitzumachen, damit das schnell genug durchgeht. Wir können oder sollten auch hier die Kampagne Klaus Kraus erwähnen, die schon kurz angesprochen worden ist. Auch hier ist es ganz wesentlich, dass die Freihandelsabkommen den Tierschutz beschränken wollen. Denn auch der frustriert die berechtigten Gewinnerwartungen der Investoren. Und Tierschutz geht Hand in Hand mit Menschenschutz. Es geht darum, dass diese Massentierhaltung, die ja extrem grausam ist, dass die genauso auch für die Menschen gefährlich ist, weil es eine Brutstätte für antibiotikaresistente Keime ist. Und jetzt noch eine Warnung: Das Freihandelsabkommen TISA, das sich im Wesentlichen mit Dienstleistungen beschäftigt und 23 Länder einschließen soll, ist kurz vor dem Abschluss. Das wird völlig geheim gehalten. Und was das praktisch für uns bedeutet, kann man daran messen, dass wahrscheinlich, wir haben ja noch keine Texte, aber wahrscheinlich das Herkunftslandsprinzip hier festgeschrieben wird. Das heißt zum Beispiel, dass eine vietnamesische Firma Vietnamesen zu dem in Vietnam üblichen Gehalt hier in Deutschland Dienstleistungen anbieten kann, auch in unseren Gemeinden. Und das stört nicht nur unsere Gemeindestruktur, sondern es wird Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu kosten. Und ich bitte gerade unsere kommunalen Mandatsträger, hier die Augen offen zu halten und rechtzeitig dagegen zu protestieren. Das wird Deutschland ändern. Und das wird vor allem unsere Arbeitskraftstruktur ändern. Also bitte werden Sie hier aktiv. Gut.
Ein weiterer wichtiger Punkt meiner Arbeit sind die Menschenrechte. Ich muss es ganz kurz machen. Ich bin in der Delegation für den Iran. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet, was das auch an psychischer Belastung bedeutet, wenn ich zum Beispiel mit dem zuständigen Mann in Iran, Mohammed Larijani, darüber spreche, der für die ganzen Hinrichtungen verantwortlich ist. Da muss man durch, das ist schwierig, ich gebe es zu, aber wenn man etwas erreichen will, dann nur durch Gespräche. Ich war erst vor ein paar Wochen in der Türkei, und zwar im Osten, im Gebiet der Kurden. Das waren noch schlimmere Menschenrechtsverletzungen, die ich dort gesehen habe. Nur ein paar Schlagworte. Ich habe mehrere Stadtviertel besucht, wirklich große Stadtviertel, die von der türkischen Armee bombardiert und beschossen worden sind. Inzwischen werden sie platt gemacht, obwohl Menschen drin waren. Die Menschen kriegen vielleicht eine Stunde vorher gesagt, geht raus, wer nicht schnell genug raus ist, hat Pech gehabt. In einem Stadtviertel Zur von Diyarbakir, das war dann eine Ausgehsperre für 5 Wochen. Die Leute konnten 5 Wochen lang nicht auf die Straße gehen. Sie konnten ihre Toten nicht beerdigen, die durch die Bombardierungen gestorben sind. Es war unglaublich. Und dann wird jetzt in der Türkei über Hinrichtungen diskutiert. Die gibt es schon, extralegale. Ich habe selbst den Vater eines 16-jährigen Mädchens gesprochen, das erschossen worden ist, weil es die von der Armee zerstörten Häuser fotografiert hat. Also es ist unglaublich, was dort passiert. Ich war erst vor 14 Tagen in der Ukraine, bin unter Militärbegleitung, weil es anders zu gefährlich gewesen wäre, in die Nähe der Kampflinien gezogen. Auch hier meine Erkenntnis, es wird immer behauptet, das ist ein Bürgerkrieg. Das ist kein Bürgerkrieg. Das ist eine ganz klare russische Aggression. Es gehen ständig Züge, ganze Züge mit Munition aus Russland in die Ostukraine, nur um die Munition nachzuliefern, die jetzt während des Waffenstillstands dort verschossen wird. Man muss sich das vorstellen. Und eine andere Zahl, in der Ukraine stehen mehr russische Panzer, als die Bundeswehr überhaupt hat. Also hier, auch hier Völker- oder Menschenrechtsverletzungen von ungeheurem Ausmaß. Noch ganz kurz, in der Energiepolitik engagiere ich mich für Energiespeicherung, ganz konkret für die Erzeugung von Methan durch den überschüssigen Strom. Wir brauchen so etwas. Wir können mit der Solarenergie und mit der Windenergie nicht über 20-25% des Stromes gehen, wenn wir keine Stromspeicher haben. Und wir sind jetzt schon so dran. Das wird von der Bundesregierung blockiert, zum Teil durch Doppelbesteuerung dieses Verfahrens. Hier setze ich mich auf EU-Ebene ein, dass von der EU aus eine Verbesserung der finanziellen Situation dieser Techniken gemacht wird, die existiert, die großtechnisch existiert. Und auch hier kann ich mit Stolz sagen, das sind ÖDP-Projekte. Das größte Projekt hier, ich glaube sogar weltweit das größte, steht in Werlte von dem ÖDPler Klaus Otten initiiert, und er ist auch jetzt noch der Chef dieser Anlagen, ein ÖDPler von Audi. Dann haben wir in Mainz eine Anlage, die Wasserstoff macht aus überschüssigem Strom. Hier darf ich natürlich Claudius Moseler erwähnen. Und der theoretische Übervater sozusagen dieser ganzen Speichertechniken ist Professor Sterner, ebenfalls ein ÖDPler. Also das ist ein ganz wesentliches ÖDP-Projekt. Gut, meine Zeit ist abgelaufen. Ich will es ganz kurz machen, will nur sagen, für die Wahlen jetzt im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen und vor allem die Bundestagswahlen stehe ich selbstverständlich im Rahmen meiner zeitlichen sehr beschränkten Möglichkeiten zur Verfügung und werde Sie hier unterstützen, soweit ich dies kann. Vielen Dank.